Der Osterlockdown und die Verschärfungen von Merkel und Söder. Höchste Zeit, dass ich euch meine Meinung zu diesem Thema sage, gleich in einer neuen Ausgabe von Wienhard aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wienhard aktuell. Ja, der Osterlockdown droht und so wie es ausschaut, schießt Markus Söder auch mal wieder über das Ziel hinaus. Ich habe mir das mal genau angeschaut, was die bayerische Staatsregierung heute Vormittag beschlossen hat und da kann einem wirklich nur grauen. Vom 1. April bis zum 5. April wird jetzt das Ganze als Ruhetage bezeichnet, beziehungsweise erweiterte Ruhezeit zu Ostern. Liebe Leute, wir werden weggesperrt. Wir werden schlicht und greifend weggesperrt. Das ist keine Ruhezeit, das ist ein Wegsperren, denn ihr könnt natürlich auch in der Zeit eure freie Zeit nicht genießen. Es wird alles geschlossen sein, es wird nichts los sein, ihr könnt eine Runde Hofgang machen, aber das war's. Dann vor allem hier im Landkreis Rosenheim, in der Stadt Rosenheim, ist festzuhalten, dass natürlich die Kontaktbeschränkungen auch über die Osterfeiertage nicht gelockert werden, sondern es bei der Regelung von Besuchern aus einem Haushalt bleiben wird. Dazu kommt, dass ganze Betriebe, Läden und Ladenbetriebe über die Osterfeiertage, und das heißt explizit am 1. April, dem grünen Donnerstag diesen Jahres, und am 3. April, dem Karsamstag, geschlossen bleiben. Das heißt, ihr könnt noch nicht mehr zum Einkaufen gehen. Ja, selbst die kirchlichen Gemeinschaften, sprich die Kirchen katholischer und evangelischer Prägung, sind dann entsprechend angehalten, wie es so schön heißt, religiöse Versammlungen nicht im Präsenz, sondern nur virtuell durchzuführen. Das heißt, der Kirchgang zu Ostern ist maximal am heimischen PC möglich. Ja, Leute, ist das, wovor wir die ganzen letzten Wochen gewarnt haben, diese Zero-Covid-Strategie, und es kommt immer näher, die Einschläge, auch die Kinderbetreuung ist natürlich für diese Tage nicht gesichert, und das ist ein Chaos, was hier veranstaltet wird. Ich bin gespannt, wie es kommen wird, ob auch Tankstellen geschlossen sind, so dass man im Notfall noch irgendwas machen könnte. Das gibt ein heilloses Chaos. Also mit diesen ganzen Regelungen, weg damit. Was sagt die AfD dazu? Oder was ist meine Meinung? Ich denke, wir können in 10 Punkten sagen, dass diese Corona-Regeln in Zukunft, wenn man sie überhaupt noch aufrechterhalten muss, den medizinischen Anforderungen entsprechen müssen, um Risikogruppen zu schützen und dann aber auch den anderen wieder die Freiheit zu erlauben, zu wirtschaften, zu handeln, zu reisen und so weiter. Und der erste Punkt, was für mich ganz wichtig ist, ist, dass wir uns nicht mehr von Berlin, von der Kanzlerin vorschreiben lassen, was Sache ist, denn die hat nämlich gestern Abend gesagt, dass ihr die ganzen Regelungen bislang zu lasch sind und sie hätte gern mehr, und dann ist natürlich der Herr Söder wieder drauf aufgesprungen auf dieses Pferd. Also weg mit dieser Ministerpräsidentenkonferenz, die braucht eh keiner. Und die ist auch nicht über das Grundgesetz irgendwie gedeckt. Das zweite ist, natürlich wollen wir unsere Feiertage genießen. Das heißt logischerweise Gottesdienste zu Ostern zulassen. Das ist das höchste Fest der Christenheit. Es ist nicht Weihnachten, es ist Ostern tatsächlich. Und das sollte auch gefeiert werden dürfen, da wo es hingehört, nämlich in der Kirche. Das dritte sind die ganzen Ausgangs- und Kontaktsperren. Es hat jetzt ein ganzes Jahr lang nichts gebracht, diese Kontakt- und Ausgangssperren aufrechtzuerhalten. Und von dem her haben wir die Erfahrung, das bringt nichts, also weg damit. Dann haben wir die Beendigung der Berufseinschränkungen. Klar, jeder Gastwirt ist mittlerweile am Anschlag, jeder Einzelhandelstreibende ist am Anschlag. Das ganze Meet and Click, Click and Buy Verfahren bringt überhaupt nichts, bringt keine Umsätze. Der ganze Einzelhandel in den Innenstädten geht kaputt. Deswegen, es gibt genauso diese Wellen mit oder ohne Einzelhandelsöffnung. Also Einzelhandel öffnen und Berufseinschränkungen beenden. Genau das Gegenteil von dem, was in diesem Pamphlet steht. Dann weiter mit dem Tragen der Masken. Wir tragen seit einem Jahr fleißig unsere Masken, in Bayern seit neuestem auch noch einen FFP2-Standard. Was hat es gebracht? Nix. Die Zahlen steigen, mit oder ohne Maske, also ganz ehrlich, weg damit. So, und was bleibt dann noch? Wir haben noch die Teststrategie. Ja, jetzt wird wieder richtig viel getestet. Es gibt noch kleinere Testzentren
in den ganzen kleinen Orten, wo man mal schnell hingehen kann, mal schnell einen Test machen kann. Ich schwöre euch eines, liebe Freunde, ich sehe die Gefahr, dass wir nach Ostern nur noch in den Supermarkt dürfen, weil wir uns vorher beim Schnelltest gemeldet haben. Von dem her, hört's auf damit, geht's zum Testen, wenn ihr Symptome habt, damit ihr wisst, habt ihr es oder habt ihr es nicht. Aber wenn ihr Gesundheit, bleibt bitte zu Hause. Wir wissen alle, wie diese Tests auf Zucker oder auf Kohlensäure reagieren. Ein Schluck Cola vorher und ihr seid garantiert positiv. Ja, dann geht es weiter mit dem Impfen. Hier in Rosenheim haben wir jetzt neben der Inntalhalle, wo schon ein Impfzentrum drin ist, noch ein großes Festzelt aufgebaut. Was heißt Festzelt? Ja, ein Bierzelt im Endeffekt, um noch mehr Leute impfen zu können. Und in den Arztpraxen soll auch noch geimpft werden. Wer unbedingt AstraZeneca mit der Thrombosegefahr oder diesen quasi neuartigen BioNTech oder moderner Impfstoff haben will, soll ich es bitte abholen. Ich würde nicht dazu raten und ich habe auch keine langen Ohren und ich habe kein Fell auf den Pfoten. Ich bin auch kein Versuchskaninchen, von dem her weg mit den Fingern von diesem Zeug. Der achte Punkt ist das Reisen. Natürlich wollen wir an Ostern verreisen. Es wird überlegt, dass man das eigene Bundesland nicht mehr verlassen soll. Wo sind wir denn hingekommen? Und wir werden unsere eigenen Bürger an unseren eigenen Grenzen nicht malträtieren. Die deutschen Grenzen müssen für deutsche Bürger und Menschen mit Wohnsitz in Deutschland offen sein, damit sie ins eigene Land wieder reisen können. Und klar, wir brauchen Grenzkontrollen, damit Externe nicht ungehindert zu uns hereinwandern. Aber die eigenen Bürger wollen wir doch bitte mal da vornehmen. Und nicht zuletzt Schulen und Kitas öffnen. Ja, wo sollen denn die ganzen Leute ihre Kinder unterbringen, wenn alle im Homeoffice sitzen? Die brauchen natürlich die Kitas und die Schulen. Und bislang hat sich nicht ergeben, ansatzweise, dass Kinder in Kitas oder Schulen die großen Superspreader werden. Sind sie überhaupt nicht. Ein Jahr lang haben wir jetzt dazu geschaut, haben nicht Schnelltests in der Schule machen müssen, also auch mit dieser Regel wieder weg. Das sparen wir uns. Und das Letzte ist die Bußgelder. Bei mir rufen sehr, sehr viele Menschen an und sagen, hey, jetzt habe ich einmal kurz die Maske nicht drauf gehabt oder ich habe noch kurz raus müssen aus irgendeinem Grund und die Polizei hat mich aufgehalten, das ist kein triftiger Grund. Ganz offen ehrlich, falsch parken in der Feuerwehranfahrtszone ist billiger als ein Verstoß gegen die Maskenpflicht. Und von dem her ist hier die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht mehr gewahrt. Weg mit diesen Bußgeldern, das sind einfach nur noch verdeckte Steuereinnahmen, weil durch Gewerbesteuer etc. sowieso nichts mehr reinkommt. So, das waren jetzt 10 Punkte von mir, wie ich das anders machen würde. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.